Im Oktober 2024 wird die NIS-2-Richtlinie in Kraft treten und dadurch die NIS-1-Richtlinie aus 2016 ablösen. Im Zuge der Digitalisierung ist es notwendig geworden, auch auf europäischer Ebene entsprechende Regelungen auf den Weg zu bringen, die sicherstellen, dass wir auch morgen noch entsprechend gesichert im digitalen Umfeld unterwegs sein können. Mein Name ist Klaus Rosemann, ich bin Consultant für IT, TK und Security bei EWE. Seit 2015 habe ich die Aufgabe, mich mit Sicherheit im Kontext der kritischen Infrastrukturen auseinanderzusetzen und versuche, gemeinsam mit dem Kunden Lösungen zu finden für die sicherheitstechnischen Herausforderungen im organisatorischen, prozessualen und technologischen Bereich. Als Ausgleich zu meiner Arbeit spiele ich seit ca. 23 Jahren in einer Projektband, die Chöre begleitet. Das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, weil wir in einer großen Gruppe gemeinsam etwas produzieren können, womit wir andere Leute begeistern können. Die Zahl der Cyberangriffe nimmt stetig zu. Es ist heute nicht mehr die Frage, ob ein Unternehmen angegriffen wird, sondern ausschließlich wann. Aus diesem Grund müssen wir uns Gedanken machen, die kritischen Infrastrukturen entsprechend zu schützen. Dazu zählen zum Beispiel der Energiesektor, die Finanzwelt, das Gesundheitswesen oder eben die Telekommunikation. Durch die Einführung der NIS-2 ändert sich für die Kritisunternehmen, die heute schon quasi unter die Regelung fallen, im Grundsatz nichts. Sie müssen weiterhin ihre Anforderungen erfüllen. Allerdings ändert sich der Rahmen für weitere Unternehmen. Experten gehen davon aus, dass in Deutschland ca. 40.000 Unternehmen da zusätzlich von betroffen sein werden. Und eben genau diese müssen sich heute schon mit den Anforderungen auseinandersetzen.